Predigt für den 10. Februar 2019. Pater Rolf Hermann Lingen-Dorsten, 4. Februar 2019. Zum heutigen Evangelium vom Unkraut im Weizen nennt der römische Katechismus zwei mögliche Erklärungen für das Unkraut. Erstens die bösen Menschen oder zweitens Hass und Zwietracht, die der Vater der Zwietracht, der Teufel, zu sehen versucht. Ausdrücklich erwähnt der Katechismus den Hass des Teufels gegen uns. Im Credo der Heiligen Messe bekennen wir unseren Glauben an Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. Ebenfalls unfehlbare kirchliche Lehre ist, der Teufel und die anderen bösen Geister sind von Gott ihrer Natur nach gut geschaffen, aber sie sind durch sich selbst schlecht geworden. Der Mensch jedoch sündigte auf Eingebung des Teufels. Wer von einer geoffenbarten, unfehlbar zu Glauben vorgelegten kirchlichen Lehre abweicht, trennt sich dadurch als Heretiker von der kirchlichen Einheit. Und ebenfalls unfehlbare Lehre ist, dass niemand außerhalb der katholischen Kirche, weder Heide noch Jude noch Ungläubiger oder ein von der Einheit getrennter, des ewigen Lebens teilhaftig wird, vielmehr dem ewigen Feuer verfällt, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, wenn er sich nicht vor dem Tod ihr, der Kirche, anschließt. Die wohl gefährlichste antichristliche Organisation, die Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils, hat als eines ihrer wichtigsten Anliegen den sogenannten Abschied vom Teufel. Damit ist aber nicht gemeint, dass man dem Teufel widersagt, sondern dass man die Existenz des Teufels leugnet. Ein Vatikanum II-Professor verkündet, die Existenz geschaffener reiner Geister ist kein möglicher Gegenstand von Offenbarung und Glaube. Dämonen gehören vielmehr wie die Engel zum Weltbild der Zeit, in der die biblischen Schriften verfasst wurden. Der Teufel ist unser eigenes, falsches Verhältnis zu Gott. Also der katholische Glaube, demzufolge Gott auch Geister geschaffen hat, wird im Vatikan II-Glauben geleugnet. Der Abschied vom Teufel ist in Wahrheit Leugnung der Schöpfung und Leugnung des Schöpfers. Wenn Christus und die Apostel immer wieder vor den Versuchungen durch den Teufel und vor der Gefahr der ewigen Verdammnis, vor der Hölle warnen, dann waren sie gemäß Vatikanum II-Gruppe Verkünder eines falschen Weltbildes. Also Christus und die Apostel waren ihr Lehrer. Niemand darf den Aussagen des Neuen Testamentes etwas glauben, denn hier waren nur Geisteskranke am Werk mit ihren Wahnvorstellungen von Gott als dem Schöpfer geistiger und körperlicher Dinge, als dem Schöpfer der Engelwelt und der irdischen Welt. Übrigens, genau dieser Vatikanum II-Professor ist ein unanfechtbar, gerichtsbekannter Irrlehrer. Ein BRD-Landgericht urteilte. Weil dieser Professor heretische Thesen vertritt, ist er ein Heretiker, der der Exkommunikation verfällt. Wenn die Hochschule die Tätigkeit eines solchen Dozenten duldet, begeht sie selbst einen Verstoß gegen den Glauben und die Einheit der Kirche. Nach dem geltenden Kirchenrecht wird mithin an der Hochschule St. Georgen keine katholische Theologie mehr gelehrt. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte das Urteil. Die V2-Gruppe bestätigte ausdrücklich, dass dieser Heretiker von den allerhöchsten Kreisen der V2-Gruppe als Glaubenslehrer beauftragt ist. Somit ist unanfechtbar gerichtsbekannt, dass die V2-Gruppe durch und radikal heretisch ist, dass sie gegen den Glauben und die Einheit der Kirche verstößt und dass ihre Mitglieder außerhalb der Kirche stehen. Und wie ein anderer V2-Professor verkündet, sind beide Bilder von Himmel und Hölle sinnvoll als unsere Situationsbeschreibung, in der Gott und Gottlosigkeit, Teufel, herrscht. Unsere Hoffnung als Glaubende und Liebende sollen wir allerdings darauf setzen, dass die Hölle leer und leerer wird und dass die Menschen sich dem Himmel, das heißt dem Guten, zuwendet. In der V2-Religion gibt es keinen Schöpfer und keinen Erlöser und keinen Vollender. Gott, Teufel, Himmel, Hölle,
alles ist nur Bildersprache, nur sinnvoll als unsere Situationsbeschreibung, aber ohne Entsprechung in der Wirklichkeit. Ein weiterer V2-Professor hatte ein Buch veröffentlicht, worin er die Existenz des Teufels leugnet. Der Titel: Abschied vom Teufel. Jemand namens Josef Ratzinger war zeitweilig sogenannter Glaubenswächter in der Vatikanum II-Gruppe. In dieser Funktion erzählte er, dass er dieses Buch, Abschied vom Teufel, vom Autor geschenkt bekommen hatte. Im Buch stand eine Widmung: Dem lieben Kollegen Professor Josef Ratzinger, von dem mir der Abschied bei weitem schwerer fällt als der Abschied vom Teufel. Ratzinger musste darüber herzlich lachen. Ob man in Ratzingers Lachen einstimmen soll? Jedenfalls ist unanfechtbar klar, in der Vatikanum II-Gruppe herrscht heilloses Chaos, teuflische Verwirrung. Im Grunde glaubt da jeder gerade das, was ihm gerade Spaß macht. Für den Katechismus interessiert sich dort letztlich niemand. Man wählt sich ganz nach momentaner Lust und Laune einfach aus, was man momentan glauben möchte und was nicht. Übrigens, das griechische Wort für Irrlehre, also Häresie, bedeutet Auswahl. Der eigentliche Feind ist dort nur derjenige, der noch am katholischen Glauben festhält. Der Katholik gilt dort als leibhaftiger Teufel. Aber in Wahrheit ist der Teufel der Vater der Lüge. Die grundlegende Lüge ist, dass der Mensch das Recht auf Auswahl hätte, was Wahrheit ist und was nicht. Aber die Wahrheit ist eine objektive Größe. Der Mensch hat die Pflicht auszuwählen, ob er sich für oder gegen die Wahrheit entscheidet. Wenn er sich gegen die Wahrheit und damit auch gegen die Kirche entscheidet, droht ihm das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Die V2-Gruppe lebt in der Lüge und aus der Lüge. Die Kirche ist Säule und Grundfeste der Wahrheit. Hingegen in der V2-Gruppe weht, wie sie selbst verkündet, der Rauch des Satans. Namentlich die V2-Mahlfeiern sind bereits an sich antichristliche Spektakel. Oft werden sie als sogenannte Rockmessen noch mit der satanischen Rockmusik gekrönt. Böse Menschen sind, ob bewusst oder unbewusst, Diener Satans, Sklaven Satans. Das darf uns nie passieren. Wir müssen unser Leben lang dem Satan widersagen. Insbesondere darf es in unserem Leben keine Lüge geben. Wir müssen die Sünde hassen und wir müssen für die Sünder beten. Und wenn jemand ein ganz besonders böser Mensch ist, dann beten wir ganz besonders für ihn, dass er zur Wahrheit und Liebe Gottes gelangt. Ja, der Teufel und seine Sklaven wollen unser Unheil. Sie wollen uns schaden, uns verletzen. Vor allem wollen sie uns dazu bringen, dass wir uns vom Schöpfer abwenden und so dem ewigen Feuer der Hölle verfallen. Bleiben wir stattdessen immer treu in der Gnade und in der Liebe Gottes und versuchen wir auch anderen zu einem heiligmäßigen Leben zu helfen, damit wir derens teilhaben an der ewigen Freude des Himmels. Amen.